Diese Sendung präsentiert Ihnen die Münchner Bank, die Herzensbank der Münchner. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie auch in der Krise natürlich München TV einschalten. Ja, und ich gestehe, ich habe kürzlich das bayerische Fernsehen angeschaut. Wie in Bayern mache ich nachmittags, wenn ich Sport mache. Und da ist Michael Sporer, den ich sehr schätze. Und da war eine tolle Dame da, die Gunda Borgest. Und ich sage jetzt auch nicht, was sie gemacht hat, aber heute sitzt sie bei mir. Ja. Herr Borgest, ich freue mich total. Ich freue mich sehr über die Einladung. Erzählen Sie mir doch mal so ein bisschen Ihr Leben. Ein bisschen mein Leben. Also, ich bin 1963 geboren worden in Norddeutschland. Aber Sie lügen jetzt nicht. Also, Sie sehen ja viel jünger aus. Sehr charmant. Doch, ist so. Also, ich werde dieses Jahr 57. Ich bin in Oldenburg geboren, Oldenburg, in Norddeutschland. Und ich bin auf eine etwas ungewöhnliche Art in die Welt gekommen. Und zwar bin ich adoptiert. Ich bin also in den 60er Jahren adoptiert worden, als ich 10 Tage alt war. Und es war damals noch sehr, sage ich jetzt mal, ungewöhnlich. Also es gab viel mehr Kinder, die zur Adoption freigegeben worden sind, als Eltern, die adoptierte Kinder aufnehmen wollten. Also das war so mein Start. Also Sie kannten Ihre richtigen Eltern, kennen Sie bis heute nicht? Doch, ich habe meine Mutter dann sehr viel später, meine leibliche Mutter, kennengelernt. Die in Deutschland lebt? Ja, lebt in Deutschland. Und meine Eltern haben sich sehr, sehr Kinder gewünscht, konnten aber selber keine bekommen. Und dann kam ich in ihr Leben und sie kamen. Und das war ganz wunderbar, es war eine sehr schöne Fügung. Und ich würde sagen, dass ich viel von dem, was ich heute leben darf, tatsächlich meiner Adoptivmutter verdanke, weil sie eine große Kraft hatte, einen großen Optimismus, eine sehr, sehr schöne Art, mit Menschen zu sein und weil sie mich immer motiviert und ermutigt hat. Und wann haben Sie gespürt, dass es doch die richtige Mutter gibt? Also ich habe immer gespürt, dass irgendwie bei mir was anders ist als bei anderen Leuten. Und ich habe dann mit 5 meine Adoptivmutter gefragt. Da bekam unsere Nachbarin damals ihr 2. Kind. Und dann habe ich gefragt, wie war denn das, als ich bei dir im Bauch war? Und dann hat sie auf sehr, sehr schöne, liebevolle Art mir erklärt, dass ich nicht in ihrem Bauch war und dass ich eben von einer anderen Frau geboren wurde, die mich nicht behalten konnte und dass ich jetzt bei Ihnen bin. Als Vater war ich 5. Also Sie haben einen ganz spannenden Lebenslauf und nur mal, wenn man so ein paar Dinge rausgreift, Sinologin, ja? Wie kam Sie einfach Richtung Japan? Sinologie ist ja China. Ja, oder China, ja. Genau, also ich habe 1982 Abitur gemacht und wusste, ich möchte unbedingt studieren. Meine Eltern kommen aus ganz einfachen Verhältnissen, sehr liebevolle Menschen. Meine Mutter war Putzfrau, mein Vater war Bäckermeister. Und ich habe immer gesagt, ich möchte unbedingt studieren, was meine Eltern mir auch erlaubt haben. Ich bin dann nach Marburg gegangen und dort hatte damals die Sinologische Fakultät gerade eröffnet. Und die Frau Professor Übelhöhe hatte dort also ihren Lehrstuhl und dort konnte man sozusagen ja einfach hingehen und mitmachen. Und es hat mir so viel Freude gemacht und so viel Spaß. Es ist ein sehr hartes Studium, weil diese Zeichen zu lernen und diese Sprache zu lernen wirklich... Und Sie sprechen nach wie vor? Ich spreche nicht mehr. Also ich habe 1990 mein Examen gemacht und hatte ursprünglich mal vor, in den Kulturaustausch zwischen Deutschland und China zu gehen, war dann längere Zeit in China, bin dort gereist alleine und habe dann eigentlich die Entscheidung gefällt, dieses Land ist nicht mein Land. Und habe dann meine 2. Leidenschaft, also Filmwissenschaft, sozusagen zur 1. Leidenschaft damals gemacht und habe dann in der Filmhochschule angefangen, dort als künstlerisch-wissenschaftliche Assistentin zu arbeiten, hier an der Münchner Filmhochschule. Ja, und Sie sind ja auch Mediatorin. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Mediatorin. Das war eine berufsbegleitende Ausbildung damals und die hilft mir heute sehr, wir haben ja noch nicht gesagt, was ich heute beruflich mache, aber die hilft mir sehr, also intensiv zuzuhören, Fragen zu stellen, zu moderieren, weil ich ja auch Paare berate. Also Mediation ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil in meinem heutigen Beruf.
Und Ihr Gatte ist Journalist. Mein Mann ist Journalist, ja? Ganz genau. Der hat lange bei der Zeit gearbeitet und ist ein sehr engagierter Wissenschaftsjournalist und leitet heute das Ressort Wissen beim Fokus. Also gleich hier in der Nähe. Ja, richtig. Jetzt ist es ja so, wir sind ja jetzt momentan auch so ein bisschen in der Krise, abhängig von Wissenschaftlern. Sie sprechen sicherlich auch mit Ihrem Gatten mal über das ganze Thema. Ja, täglich sozusagen. Ja, ja. Jetzt wissen wir ja, dass es einen Virus gibt, der Covid-19 heißt, der auch, sagen wir mal, international, jeder kann den aussprechen, oder Corona zumindest. Aber wir wissen noch nicht genau, was der so macht. Wir hören sehr viel. Wir hören also ab und zu von dem Chef vom Robert-Koch-Institut, der Tierarzt ist, der uns jeden Tag also das vermittelt, ja, offensichtlich. Aber dennoch ist eine gewisse Unsicherheit. Und Unsicherheit bringt ja auch so unser Leben so ein bisschen in eine nicht gerade schöne Ordnung. Ja. Und da sind wir dann auch bei Ihrem Thema. Ja, da sind wir bei meinem Thema. Genau, Ihre Firma heißt Schönste Ordnung. Ganz genau. Wie sind Sie da drauf gekommen, einfach zu sagen, ich bringe jetzt einfach irgendwie, ja, ich sage es mal, Menschen eine gute Ordnung bei oder eine schöne Ordnung? Ja, bei? Also ich habe ja meinen beruflichen Weg erst an der Hochschule für Film und Fernsehen verfolgt und dann als freiberufliche Kulturmanagerin und war dann irgendwann an dem Punkt, dass ich sagte, so, also die Kinder sind aus dem Haus oder gerade auf dem Weg dabei, aus dem Haus zu gehen. Und jetzt starte ich nochmal richtig durch und habe mich auf feste Stellen beworben im Kulturbereich. Und zu meinem sehr großen Erstaunen bin ich überhaupt noch nicht mal zu Vorstellungsgesprächen eingeladen worden. Und bis mir dann, also ich habe es nicht verstanden, weil ich dachte, warum gibt mir jemand die Chance nicht, mich einfach vorzustellen? Bis mir dann eine befreundete Personalchefin sagte, Gunnar, du brauchst dich nicht mehr bewerben auf die Stellen. Du bist zwar sehr qualifiziert, aber du bist fast 50. Die laden dich nicht mehr ein. Und das war ein sehr, ich erzähle das jetzt so locker, aber das war ein sehr schwerer Moment in meinem Leben. Und auch das, was daraufhin folgte, war wirklich so dieses Gefühl, das kann doch jetzt nicht sein. Ich habe mein Leben lang gearbeitet. Ich habe mit meinem Mann 2 Kinder großgezogen. Ich bin qualifiziert. Was ist da los? Haben Sie da Krise gespürt in sich? Ja. Und ich muss auch sagen, ich bin ohne Depression durch diese Krise gegangen, aber ich würde heute retrospektiv sagen, auch wirklich nur durch meine Familie. Meine Familie hat mich da mit durchgetragen. Wie war das? Also mir war ganz klar, ich muss mich nochmal neu erfinden. Ich muss nochmal was ganz anderes machen. Und dann habe ich mich eigentlich dieser Frage langsam angenähert. Also ich habe in einer Boutique gejobbt, um tatsächlich eine Struktur auch in meinem Leben zu haben. Und das waren Freunde von mir, die sehr schöne Mode verkaufen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich setze mich jeden Tag hin und versuche zu erarbeiten, was ich erfinden will, was das sein kann. Und habe dann zum Beispiel, den Zettel habe ich erst letztens wiedergefunden, auf einem weißen A4-Zettel stehen also 3 sozusagen größere, tiefere Lebenswege die, oder sagen wir mal so Inhalte, die mein noch zu findender Job beinhalten sollte. Nämlich, ich wollte unbedingt mit Menschen arbeiten. Also es ist für mich ein Elixier, mit Menschen Begegnungen zu haben und zu arbeiten. Ich wollte die Welt schöner machen. Und ich wollte unbedingt nicht mehr in Hierarchien arbeiten, sondern komplett frei und selbstständig. Und dann haben sich durch einige Fügungen in meinem Leben, also ich sage Ihnen eine Fügung, eine Freundin von mir wurde 50. Und habe ich gesagt, was wünschst du dir? Und dann hat sie gesagt, weißt du, was ich mir von dir wünsche? Ein langes Wochenende mit dir, wo wir mal die Wohnung, meine Wohnung ausmisten und schön machen. Weil ich fühle mich bei dir, Gunda, immer wohl, aber in meiner eigenen Wohnung nicht. Und das haben wir gemacht und das war so toll und das war so für sie auch so, das hat sie so einen großen Schritt weitergebracht in ihrem Leben. Weil wenn sie sich fragen, brauche ich dieses Glas noch oder möchte ich diese Vase noch behalten oder brauche ich meine alten Studienunterlagen noch, ist das immer die Frage, wo bin ich gerade, wer bin ich gerade und wo stehe ich gerade. Und das war bei ihr so. Und ich erzähle nur eine Geschichte, die aber sehr sinnbildlich ist für das, was ich tue. Nämlich, wir haben nur mal einen Tisch umgestellt
Und zwar von einer recht kleinen Küche umgestellt in ein großes Wohnzimmer. An einen anderen Blick, ja. An einen anderen Blick. Und sie konnte plötzlich, sie ist leidenschaftliche Köchin, konnte aber niemanden einladen, weil einfach in der Küche kein Platz war. Und das war der einzige Tisch. Und wir haben diesen Tisch umgestellt und sie konnte wieder kochen, konnte wieder Leute einladen. Und es ging wirklich so weit, es ist natürlich nicht monokausal. Ja, also nicht, weil wir das gemacht haben, passieren jetzt alle anderen Sachen. Aber sie ist wieder ins Leben gekommen, so würde ich es sagen. Sie hat sich mit ihrem Mann ausgesöhnt, sie hat wieder einen Job gefunden und so. Und das hat, da habe ich noch gedacht, naja, das ist, weil wir uns gut kennen. Mhm. Ich habe aber meine Freude empfunden dabei, wie viel, unglaublich viel Spaß und Freude mir das macht, diese Arbeit. Und von aussortieren bis hängen wir dieses Bild dahin oder wie machen wir das jetzt? Und dann habe ich eine sehr, sehr sympathische Frau kennengelernt, die macht das, was ich für Wohnungen und für Häuser mache, macht sie für Schreibtische. Und dann habe ich gesagt, du, wenn du mal jemanden hast, der nicht nur seinen Schreibtisch aufgeräumt haben will, sondern vielleicht sein ganzes Haus in eine neue Ordnung bringen möchte, dann ruf mich doch an. Und zwei Wochen später ruft sie mich an und sagt, ich habe da jemanden. Und das war dann sozusagen mein erster Kunde. Und das war ein ganz sympathischer, schwuler Psychologe. Und der konnte mir immer spiegeln, was mit ihm gerade passiert. Und bei ihm war es wie bei meiner Freundin. Der ist wieder in seinen Beruf reingekommen, der hat sich wieder verliebt. Also bei dem passierten auch nach dieser, sage ich jetzt mal, tiefen Reinigung des Aussortierens und Aufräumens, passierten bei dem auch ganz tolle Sachen. Und dann habe ich 2014 beschlossen, also vor 6 Jahren, ich mache mich damit selbstständig. Und das ganz Großartige war, und dafür bin ich heute wirklich noch sehr, sehr dankbar, immer noch und immer wieder, dass ich habe einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, habe dann allen geschrieben, dass ich das jetzt mache. Und dann hat sich ein Freund von mir gemeldet, der ist Journalist. Und der hat gesagt, Mensch Gunnar, es ist eine super Geschichte, es ist toll. Das war noch lange vor Marie Kondo und diesen ganzen Aufräumaktivitäten, die jetzt so in der Welt sind. Und dann hat er gesagt, ich mache eine Geschichte über dich. Und dann hat er eine Reportage gemacht. Und damit war es in der Welt. Und ein paar Wochen später war ich sehr, sehr gut gebucht und dann irgendwann sogar ausgebucht. Schön. Was ich, ja. Also, liebe Zuschauer, Sie merken schon, es geht hier um Ordnung. Also, Sie können einfach Ordnung reinbringen. Aber ich glaube, es ist nicht nur schöner wohnen, sondern schöner leben. Ja, also das haben Sie sehr gut gesagt. Also, mir geht es überhaupt nicht darum, jetzt irgendein Konzept, also wohin zu kommen, jemanden kennenzulernen und sagen, das ist jetzt das Richtige für dich. Sondern das, was ich mache und das, was ja Ihr Beruf unter anderem ist, ist mit den Menschen in Verbindung treten und mit ihnen gemeinsam das für sie Adäquate zu entwickeln. Und das kann sein, dass jemand sagt, ich bin leidenschaftlicher Koch, ich brauche einfach meine wichtigsten Gewürze neben dem Herd. Oder jemand sagt, ich kann nicht mehr an meinem Schreibtisch sitzen, bitte helfen Sie mir dabei. Oder einen Kleiderschrank auszusehen. Meistens ist es aber dann letztlich die ganze Wohnung. Und da geht es dann auch darum, wie mache ich das mit den Farben, welche Bilder hänge ich auf. Also es ist so eine Mischung aus tatsächlich Struktur, ja. Und Schönheit, aber adäquate Schönheit. Jetzt erzähle ich Ihnen etwas zum Thema heute Morgen. Es war 16.30 Uhr, also 4.30 Uhr am Morgen bin ich aufgewacht. Und meine Frau ist ja eine sehr disziplinierte Frau, Schweizerin. Da muss alles irgendwie grad sein und so. Und ich gehe dann, wir haben ein großes Haus, ich gehe dann durch unser Haus durch und habe schon seitdem wir jetzt Krise haben, habe ich also schon Bilder umgehängt und so. Da sagt sie, wieso hängt das Bild jetzt da und dort? Aber mir tut es gut. Und heute früh habe ich so einen kleinen Engel, der so eine Kerze hat, so ein süßer Engel, den habe ich heute umgestellt. Da habe ich gedacht, aber was mache ich jetzt mit so einem wunderschönen antiken Füllfederhalter? Da bin ich da oben raufgegangen, der hat auch nicht gepasst. Bin mir so vorgekommen, wie so zur Weihnachtszeit oder dass ich irgendwas verstecke. Ja. Also, was macht die Krise mit uns da gerade? Wir sind ja jetzt zu Hause, wir sehen ja die Wände, die vier Wände oder genau. Die acht, die sehen wir ja ganz anders. Die sehen wir ganz anders. Also wir sehen jetzt, ich meine, bei Ihnen ist es jetzt nicht unordentlich, Sie haben eine Frau, ja, weiß ich nicht. Erzählt. Das sorgt ja meine Frau dafür schon. Genau, aber es ist
ich glaube, es ist sowas wie, das macht mich ein Stück weit ohnmächtig, was da passiert. Das macht mich ängstlich, das macht mich unsicher. Und ich möchte sozusagen zumindest da, wo ich lebe, einen Bereich haben, in dem ich mich wohlfühle. Und es geht, glaube ich, jetzt auch ganz konkret darum, was mache ich mit meiner Zeit gerade. Die Leute sind zu Hause und sehen jetzt viel mehr, dass es vielleicht in einer nicht guten Ordnung ist die Dinge. Sie empfinden viel mehr das Negative ihrer Unordnung, als wenn sie morgens das Haus verlassen und abends zurückkommen. Sie haben jetzt die Zeit dazu und es geht tatsächlich, glaube ich, um sowas wie sich selbst auch zu spüren. In dem Moment, wo ich was verändere und gucke irgendwie, das passt besser zu mir, da mache ich das mal, dass ich die Wand streiche oder wie bei Ihnen etwas umräume. Also da, ich glaube, diese Selbstermächtigung, dieses ich tue etwas, was mir gut tut. Und das hat nichts mit Selbstoptimierung unbedingt zu tun, sondern tatsächlich mit diesem ich tue etwas, was mich die Krise nicht vergessen lässt, aber was mich selber wohler fühlen lässt. Und was mich besser leben lässt auch jetzt. Ja. Jetzt ist es ja so, wir haben ja auch die Sinne. Ja. Jetzt, Sie gehen ja auch in Wohnungen rein. Also zum Beispiel, ich komme jetzt wieder zu mir. Wir haben so bei uns im ersten Stock, da riecht es einfach so gut. Und also nicht, dass es im anderen Stockwerk nicht gut riecht, aber warum riecht es da oben so gut? Da habe ich unsere Hausdame gefragt und gesagt, wieso? Sagt sie, ja, das haben sie mal in Frankreich gekauft. Dann sage ich, wie heißt denn das? Dann kam sie und dann sagt, jetzt müssen wir jetzt googeln. So, und dann haben wir jetzt einfach so 5 Flaschen bestellt. Jetzt riecht es im Haus ganz anders. Ja. Und irgendwie ist das Haus anders. Sie gehen ja auch in Wohnungen, in Häuser rein, wo sie riechen. Ja. Wie wichtig ist denn? Sehr wichtig. Es ist sehr wichtig. Sehr wichtig, ja. Also es ist, wenn mich jemand anruft und sagt, ich brauche Ihre Hilfe, dann gehe ich ja erstmal an den Ort des Geschehens quasi und lerne den Menschen erstmal kennen. Tatort. Na, Tatort oder Lebensort, wie Sie es nennen wollen. Ja. Und dabei ist es ganz wichtig, sich kennenzulernen, einfach mal, bevor man miteinander arbeitet, zu gucken, bin ich dem anderen und wie geht denn das? Wie geht das? Also ich gehe hin, also ich sitze dann letztlich so, wie wir beide jetzt hier zusammen. Googeln Sie dann auch ein bisschen erstmal über den Herrn? Nein, gar nicht. Ich gehe hin, ich habe ja vorher ein Telefonat geführt, wo wir uns verabredet haben. Stimme, wie ist das? Genau, und dann, wenn dann jemand sagt, ich habe Sie schon auf der Website gesehen und ich habe irgendwie das Gefühl, Sie könnten die Richtige sein, also da gibt es sozusagen schon eine gewisse Resonanz, dann komme ich hin. Diese erste Stunde ist immer kostenlos, weil es ein Kennenlerngespräch ist. Und dann spreche ich mit diesem Menschen über seine Lebenssituation. Und das kann jemand sein, der hat gerade einen Partner verloren, ist gerade oder in einer sehr, sehr schwierigen Lebenssituation, also hat gerade einen großen Abschied, ist gerade mitten in einem Trauerprozess. Das kann ein Paar sein, die sagen, wir streiten uns über Unordnung, wir wollen das nicht mehr. Das kann eine große Familie sein, die sagt, wir gehen hier unter im Chaos mit den 4 Kindern, wie können wir das besser strukturieren? Also ich habe sowohl zu tun mit Alleinstehenden, die in so Veränderungsprozessen sind, eben weil sie einen Partner verloren haben. Ich habe mit Menschen zu tun, die eine schwere Krankheit überstanden haben, ganz unterschiedlich. Aber ich habe auch mit sozusagen großen, lebendigen Familien zu tun, die sagen, wir brauchen sie jetzt einfach mal, wir kommen nicht weiter. Und dann sprechen wir und dann verabreden wir uns für einen schönsten Ordnungstag. Das ist sozusagen ein, wenn Sie so wollen, Rundum-Sorglos-Paket, was Sie da bekommen. Und zwar mache ich dann mit dem Kunden zusammen wirklich mal so eine richtige Liste, was gibt es überhaupt alles zu tun? Von was wollen Sie sich trennen? Was wollen Sie verbessern? Was gefällt Ihnen an Ihrem Wohnzimmer nicht? Wie wollen Sie die Küche verändern? Und das passiert alles dialogisch. Und dann gibt es einen Fahrplan, wenn Sie so wollen. Und dann steht da zum Beispiel, und dann ist es wichtig, dass man nicht vor der eigenen Nordwand das Gefühl hat, stehen zu bleiben und zu sagen, oh Gott, wie komme ich denn jetzt irgendwie zur Basisstation? Sondern zu sagen, dann schaffen wir Etappen. Und das, was ich letztlich mache, ist Hilfe zur Selbsthilfe. Also ich begleite nicht alle Menschen auf ihrem Weg zum Berggipfel oder zu ihrer schönsten Ordnung bis zum Schluss, aber ich bin immer wieder Ansprechpartner. Und es gibt aber auch Menschen, die sagen, ich brauche Sie einfach an meiner Seite, bitte kommen Sie einfach einmal wöchentlich 4-5 Stunden. Ja, das ist so der Anfang. Frau Borges, spannend, aber wenn Sie sich einfach mal so
was ich jetzt so fühle bei Ihnen. Also ja. Sie lernen ja den Menschen dann kennen ja. und irgendwann ist es ja eine Lebensberatung. Sie, absolut. Also das ist ja, hat ja jetzt nichts mehr mit Aufräumen zu tun, sondern wenn jemand sein Leben aufräumt, dann ist er ja plötzlich, sagt Mensch, ich bin ja ein ganz anderer oder ich bin jetzt irgendwie freier. Genau. Ich merke jetzt einfach, ich kann jetzt nicht nochmal in meine ganze Beziehung investieren. Die Beziehung ist im Grunde im Eimer. Ich habe es so oft versucht. Es ist im Grunde genommen ein Freilegen. Ja, ein Freilegen von Bedürfnissen und ein Finden von Klarheit und ein Abwerfen von Ballast. Ja. Und ein Ausmisten auch. Ein Ausmisten. Also wenn Sie ein Ding ausmisten, ja. dann fragen Sie sich ja, hat das in meinem Leben noch eine, ist das noch relevant in meinem Leben? Ja? Und das kann auch ein Geschenk eines Freundes sein, von dem, der vielleicht mit dem Sie nicht mehr befreundet sind oder von einer Großmutter, die Sie nie mochten. Und dass Sie sozusagen dann sich fragen, möchte ich das weiter in meinem Leben haben? Und wenn nicht, was mache ich dann damit? Und da berate ich dann natürlich auch Menschen, dass sie es nicht wegwerfen. Bitte nicht wegwerfen, ist sondern ja, spenden und ja, oder Bares für Rares oder so. Zum Beispiel. Aber Sie haben mich ja nach den Atmosphären in den Wohnungen gefragt. Also Wohnungen sind ja schon auch ein Spiegel der Seele. Und ich würde sagen, in den allermeisten Fällen habe ich mit Menschen zu tun, die in Überforderungssituationen sind. Und sie mit ihnen gemeinsam zu entwickeln, also die äußere stimmige Ordnung zu entwickeln und das spiegelt aufs Innere. Das ist das, was ich immer wieder erlebe. Sie machen auch Spiegeln, Sie spiegeln den Menschen auch. Ja, ich bin natürlich ein Gegenüber und ich stelle natürlich auch viele Fragen. Und viele Menschen werden gar nicht mehr gefragt. Da gibt es niemanden, der sie mal nach, nicht nur ihrem Befinden, sondern nach ihrer Kindheit fragt oder wie war das mit den Eltern oder und so weiter. Und sie sehen, dass letztlich hat es immer mit der eigenen Geschichte zu tun. Wenn Sie im Chaos leben, dann ist es immer, findet sich immer ein Grund, warum das so ist. Und es kann Überforderung sein, das kann Depression sein, das kann Trauer sein, es können Ängste sein und so weiter. Ja? Jetzt haben Sie ja meistens so ein One-to-One. Sie sprechen wahrscheinlich erstmal mit der Frau, aber dann irgendwann kommen Sie ja auch an die anderen Familienmitglieder. Also wenn jetzt zum Beispiel jetzt die Frau sagt, ja, mein Mann ist so unordentlich, der jeden Tag liegt der Schlafanzug wieder und ich muss es immer aufräumen. Sind ja dann so Kleinigkeiten? Wenn Sie sagen, mein Mann ist so unordentlich, dann sage ich, den Auftrag muss ich ablehnen. Dann muss Ihr Mann selber zu mir kommen. Ja. Also ich würde jetzt nicht den Mann ansprechen, weil die Frau mir sagt, mein Mann ist so unordentlich. Mhm. Sondern ich würde dann sagen, lassen Sie uns ein Treffen machen zu dritt und lassen Sie uns gemeinsam erarbeiten, wie eine Kompromissordnung für Sie beide stimmig aussehen kann. Jetzt erzähle ich Ihnen einfach mal so ein bisschen was über mich. Also meine Frau ist sehr gewissenhaft und wir frühstücken so das einzige Zeit zusammen und dann, ich lese da immer so die 4 Tageszeitungen, manchmal oberflächlich, manchmal genauer und dann will sie und dann sagt sie, ja, jetzt hast du die Zeitung schon wieder nicht richtig, dann könnte ich sie manchmal, also ich sage jetzt mal nicht was, aber dann also muss ich da einfach drüber weghören. Müssen Sie, fragen Sie mich das oder sagen Sie das sich selbst? Ich muss darüber hinweg. Ich sage es mir selbst erst mal. Aber was geben Sie denn da für Ratschläge, wenn sowas, es findet ja täglich statt. Also jetzt kann ich mal sagen, ich bin aufgewachsen, so ein bisschen ähnlich wie Sie, also ich habe auch eine Mutter, die war Putzfrau und so. Und meine Großmutter, die hat mir alles abgenommen. Die hat also alles schön gemacht und meine Hemden gebügelt. Ich musste nie das selber machen. War auch nie beim Militär oder so. Ich kann das überhaupt nicht. Sie könnten es sich aneignen. Das will ich nicht. Und sie sagt dann, ja, wieso legst du? Dann denke ich mir, was ist das für eine kleinkarierte Welt? Ja? Aber irgendwo verstehe ich sie ja auch und dann versuche ich die Zeitung. Aber immer wieder findet sie was. Ist ja schon wirklich manchmal so. Also wie Sie es mir schildern, ist es so, dass Ihre Frau sehr, sehr akribisch und ordentlich ist. Total. Und dass Sie, also ich erlebe Sie jetzt nicht als einen unaufgeräumten Menschen, aber dass Sie vielleicht die Dinge etwas lockerer sehen und auch mal 5 gerade lassen können. Und wenn Sie sagen, also dass sozusagen Sie, ich meine, Sie lieben Ihre Frau und Sie, die Toleranz, die aus dieser Liebe erwächst, macht es Ihnen möglich, auch die Zeitung beim Frühstückstisch zu falten. Dann würde ich sagen, dann gibt es kein Problem. In dem Moment, wo Sie sagen,
das nervt mich, ich fühle mich hier eingeschränkt. Ja. Irgendwie, ich kann mich hier nicht frei bewegen und ich kann hier irgendwie nicht richtig ich selber sein. In dem Moment würde ich dann in eine Situation eintreten mit Ihrer Frau und Ihnen, wo ich sagen würde, okay, was ist Ihnen, Frau de Jeune, wichtig? Dann würden Sie sagen, was ist Ihnen wichtig? Ja. Und dann würden wir gemeinsam einfach etwas finden, da bin ich mir ganz sicher, habe ich schon oft gemacht bei Paaren, dass man sagt, okay, sie lässt vielleicht ein Stück weit von ihrer Akribie und sie passen sich ein bisschen an ihre Ordnung an. Ja? Mhm. Und das müsste man dann ganz konkret verhandeln beim Thema Zeitung, beim Thema Zeitungsstapel oder beim Thema Croissant-Krümel. Würden wir sozusagen etwas festlegen? Ja? Oder zum Beispiel, was ja ganz süß ist, wir trinken jetzt nicht wahnsinnig viel Alkohol, aber manchmal jetzt durch die Krise reicht halt eine Flasche Wein abends nicht. Mhm. So, und dann, sie trinkt normalerweise nicht, aber ich kann sie immer wieder überzeugen. Noch ein Gläschen. Genau, mit so, und dann, also gestern waren es eine Flasche, und dann heute früh wacht sie ab und sagt, ja, der Wein war zu viel. So, jetzt hat sie aber einen ganz tollen Bekanntenkreis auch, und es sind meistens Theologen, ja, tolle Leute, und die trinken halt auch gerne Gläschen. Da ist es bei ihr ganz, und da könnte ich jetzt einfach zurückhauen, aber das tue ich jetzt nicht, ja, sondern, aber was ist das dann? Was ist das dann? Das ist eine gute Frage. Ich kenne Ihre Frau nicht, aber es ist auf jeden Fall, so wie Sie es schildern, ist es etwas, wo Sie sagen, den Streit ist es mir jetzt nicht wert. Genau. So. Und ich nehme Sie jetzt nicht als unfreien Menschen wahr, also von daher würde ich sagen, wahrscheinlich gibt es nicht wirklich ein größeres Problem. Nein, gibt es nicht. Nein. Aber lustig machen wir, ja. Aber ist es lustig und sozusagen, wenn Sie ermöglichen halt Ihrer Frau, die Ordnung zu leben, die für sie wichtig ist. Made in Switzerland. Genau. Also das ist bei mir so. Aber sie können es mit Humor sehen. Ja, das finde ich ganz wunderbar. Das ist aber bei vielen Paaren eben nicht so. Diese Sendung präsentiert Ihnen die Münchner Bank, die Herzensbank der Münchner. Diese Sendung präsentiert Ihnen die Münchner Bank, die Herzensbank der Münchner. Ich möchte noch mal ein bisschen mehr auf Ihre wunderbare Fähigkeit kommen. Sie können auch so Menschen radiologisieren. Sie schauen schon den Menschen in die Seele rein. Ja? Und wir haben ja kurz gesprochen, ich habe schon das Gefühl, dass die Zukunft weiblich ist. Also wir leben in einer emotionalen Zeit. Wir wissen jetzt einfach, Nähe, momentan können wir nicht nah sein, aber dennoch Herzenswärme. Mhm. Wir suchen solche Menschen, die einfach herzlich sind. Und Damen können das halt wesentlich besser wie wir Männer. Noch. Das ändert sich ja vielleicht. Ja, vielleicht. Aber wir leben jetzt in einer empathischen Zeit. Wir haben wieder Lust, irgendwie mit Menschen was zu machen. Also wir machen das ja auch in unserer Akademie. Wir machen nichts anderes, also wahrscheinlich auch als Sie, dass wir einfach auch Menschen beraten und sagen, pass mal auf, versuch mal, also nehmen Sie mal Banken, versuch mal nicht über deine Produkte zu reden, es interessiert keinen Menschen mehr. Ja, und die Börse, die geht rauf und runter, das weiß heute jeder Mensch, der Aktien hat. Ja? Und zwar in einer Form, wie es noch nie da gewesen ist, durch die Algorithmen, durch Fernsehen, durch schnelle Dinge, ja, Bloomberg und jeder guckt und so. Red mal mehr über Menschlichkeit. Und wir haben so ein Verhältnis, wir sagen, früher war 80% Produkte und 20% Menschen. Heute musst du 80% Menschen machen und 20% Produkte. Und Sie machen das ja wunderbar. Jetzt haben Sie ja in Ihrer breiten Lebenserfahrung, kommen Sie ja, ich sage es mal, Sie können von Hartz IV bis schon in fünf. Sie können alles. Erzählen Sie mal, Sie kommen jetzt irgendwo jemand rein, der jetzt Tonnen von alten Zeitungen aufhebt, sich gar nicht mehr sieht,
die Fenster gar nicht mehr, der kann nicht mehr durchschauen. Das also, erleben Sie alles, ja? Ja, das erlebe ich. Also ja. Wobei dieser Mensch, den Sie da jetzt gerade beschreiben, da würde ich sagen, das ist ein klassischer Messi. Also die gibt es ja, aber immer mehr. Ja, und der, ganz ehrlich, würde mich nicht anrufen. Mhm. Weil er selber, sich. Nein, ja auch deshalb, also Scham ist auch ein ganz großer Moment, aber ein Messi fühlt sich in seiner Ordnung. Also der kann Ihnen, wenn die Zeitungsstapel da liegen, kann der Ihnen die Ausgabe des Spiegels von Mai 1972 sofort rausziehen. Mhm. Also der empfindet das als Ordnung. Wer sich an mich wendet, sind Angehörige, die sagen, mein Bruder oder mein Onkel oder so, die leben in einer solchen Situation. Diese Aufträge lehne ich ab, sage ich Ihnen ganz Warum? Ehrlich, weil das ganz tiefe psychologische Probleme bedeuten. Ja, muss der das Psychiater, sind, das sind Menschen, die, die eine große Mangelerfahrung gemacht haben in ihrem Leben, die viele schwierige Hürden hatten und die auch nicht immer nehmen konnten. Also die wirklich in einer sehr schweren Krise sind. Und da würde ich immer sagen, ich habe zwar also ich kann zwar auch auf psychologische Weise auf Menschen eingehen und ich kann empathisch mit jemandem mitfühlen, aber wenn es wirklich darum geht, dass jemand zu einem Psychologen gehen muss oder zu einem Psychiater gehen muss, dann bin ich die Falsche. Dann würde ich immer sagen, das soll dieser Mensch als erstes tun und wenn es dann im nächsten Schritt sozusagen um die Ordnung in der Wohnung geht und um das Loslassen geht und um das Auflösen all dieser Stapel, die sich da gebildet hat, dann ja. Aber die zwei, also ich hatte zwei Anfragen in den letzten 6 Jahren von Angehörigen und habe dann nachgefragt, ob der Mensch, der in der Situation ist, das auch möchte. Und dann wurde das verneint, aber das müssen wir doch und das muss doch und Zwang. Da habe ich gesagt, nein, da bin ich die Falsche. Ich kann nicht jemanden, der es nicht will, da kann ich nicht plötzlich auftreten und sagen, jetzt machen wir das mal. Das ist überhaupt nicht meine Art. Also ich krempel jetzt nicht die Ärmel hoch und sage, jetzt machen wir hier mal sauber oder so. Sondern ja, ich mache es anders. Jetzt komme ich noch mal auf Ihre Firma, die heißt Schöne Ordnung. Schönste Ordnung. Schönste Ordnung. Ja. Das ist ja, im Grunde sind es zwei Bereiche. Ja? Die aber sehr eng zusammengehören. Ja, natürlich. Ja. Jetzt, wenn ich noch mal zurückkommen darf, Sie führen also so ein einstündiges Gespräch. Wann fangen Sie denn an, so ein bisschen zu gucken, wo Sie einfach mal sagen... Ich gucke gleich, wenn ich reinkomme, aber es ist nicht so ein Blick, wie man sich vielleicht, wie man vielleicht befürchten würde, so ein... Ob schön jetzt oder nicht? Oder? Nein, gar nicht. Sondern ich sehe den Menschen und ich sehe seine Umgebung und ich versuche zu spüren, ob der Mensch dort, wo er gerade ist... Sich wohlfühlt. Genau, und das ist selten der Fall. Wie machen Sie das? Wie? Also ich lasse mir zum Beispiel, ich spreche erst und dann sage ich, wollen wir uns mal gemeinsam Ihre Wohnung anschauen. Und das sind ja Menschen, die haben ja zum Teil jahrelang versucht, ihr Problem alleine zu lösen. Die haben immer wieder aufgeräumt, immer mal wieder eine Freundin gefragt, die Mutter gefragt. Und es hat nicht funktioniert. Das heißt, die haben schon einen gewissen Leidensweg hinter sich. Und jetzt kommt da so jemand wie ich und dann sind sie an dem Punkt, dass sie sagen, okay, ich will es jetzt für mich gelöst haben. Und dann haben sie auch ihre Scham überwunden. Ja, manche räumen extra auf, bevor ich komme, wo ich dann immer sage, das brauchen Sie nicht. Das ist, also ich habe nicht diesen Blick, ich werte das nicht. Und Ihr Beruf lebt ja auch von Diskretion. Absolut. Ja. Niemand erfährt, wer das ist, bei wem so. Ich bin. Ja, genau. Niemand erfährt Details. Das ist absolut. Das habe ich ein selbst auferlegtes. Aber jetzt kommen Sie mal rein. Ich komme rein und dann zeigt mir jemand und sagt, darf ich Ihnen mal meinen Kleiderschrank zeigen? Und dann macht die Dame den Kleiderschrank auf und ich sage, okay, da ist ja jetzt ganz viel Kleidung drin in Größe 36. Und Sie haben jetzt 48. Und jetzt haben Sie vielleicht 42 oder 40. Ja. Ja, das ist ja das Schlimme. Da denke ich jeden Morgen, ich muss eine Diät machen. Das kann man jetzt ganz humoristisch erzählen, aber eigentlich ist es was ganz Trauriges. Was Trauriges. Weil jemanden jeden Morgen die Ermahnung, sich sozusagen aus dem Kleiderschrank, schreit es ihm entgegen oder ihr entgegen. Und das ist es, wenn Sie jetzt die Kleider wegtun. Genau, dann können Sie sich vorstellen, Sie müssen die Kleidung ja nicht wegwerfen, aber können Sie sich vorstellen, das zu spenden. Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht und so. Und dann mache ich tatsächlich, also ich berate ja nicht nur, ich tue ja auch, ich lege ja sozusagen Hand an. Und dann sage ich,
lassen Sie uns doch alles, was in diesem Kleiderschrank ist, Sie ziehen es mal an oder Sie ziehen es über und wir gucken einfach, was passt Ihnen, was steht Ihnen, was mögen Sie. Sind Sie dann auch so ein bisschen Beraterin? Ja, also, in dem Moment bin ich tatsächlich auch. Wo Sie sagen, die Farbe steht Ihnen ja heute gar nicht mehr. Oder? Ja, oder fühlen, ich sage dann, fühlen Sie sich eigentlich wohl mit diesem Gelb oder so. Also ich sage nicht, das passt nicht, nein, sondern klar. Es ist eher so. Und dann kommt was in Bewegung. Und dann kommt dieses, ja, Sie haben ja eigentlich recht, ich bin ja jetzt nicht mehr 25, ich bin ja jetzt 55. Natürlich muss ich nicht mehr Kleidergröße 36 aufnehmen. Ist es auch so, wenn Sie jetzt zum Beispiel auf dieses gelbe Teil kommen, dass da plötzlich auch eine Geschichte kommt? Ja. Und dass Sie sagt, Mensch, ich war damals so verliebt und mein genau, Freund hat... Genau, also das gelbe Kleid, da habe ich doch damals meinen Mann kennengelernt. Ja. Und so. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, dass es ja nicht nur um die Dinge geht, in den wenigsten, sondern es geht um die Geschichten. Und wenn dann jemand sagt, aber das ist doch das Kleid, in dem ich meinen Mann kennengelernt habe, dann sage ich, ja, das ist doch eine wunderbare Geschichte, die Sie mir da jetzt gerade erzählt haben, wie Sie Ihren Mann kennengelernt haben. Aber diese Geschichte ist in Ihnen. Dafür brauchen Sie doch das Kleid nicht. Ja. Genauso, wenn jemand was von einer Reise mitbringt, irgendwie 20 Souvenirs, sage ich, behalten Sie den Stein, der aus an dem schönen Strand war. Aber eigentlich ist es in Ihnen. Sie brauchen die Dinge nicht, um sich daran zu erinnern. Jetzt gibt es ja auch Situationen, also ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Meine Frau und ich, wir wollten mal, oder wir haben das dann gemacht, in Frankreich etwas Schönes uns zulegen vor 20 Jahren. Und dann waren wir in so einem Haus, es war wunderschön. Aber da war so eine Katze, die war unglücklich. Mhm. Und dann fing es noch zu regnen an und dann ist die Katze irgendwie, der Hausbesitzer, der hat sich vertreten lassen. Und dann dachte ich, nee. Wenn die Katze da so unglücklich ist, manchmal erleben Sie das ja auch, dass Sie so einen Hund sehen, der so im Körbchen liegt und irgendwie traurig ist oder so. Ich erlebe viel Traurigkeit. Ja, das erleben ich Sie. Ich erlebe viele Menschen in Situationen, die, in denen sie eigentlich nicht mehr ein noch auswissen, in denen auch die Atmosphäre in den Häusern nicht so ist, dass man sich sofort so willkommen fühlt, sondern man spürt eine Schwere. Ich spüre eine Schwere und ich spüre etwas, was den Menschen sehr, sehr bedrückt. Und dann im Gespräch kommt das zutage und das kommt eben auch, deswegen finde ich Ihre Frage sehr gut, über die Dinge zutage. Die buchen mich ja nicht, weil sie eine Psychotherapie machen wollen, aber plötzlich, wenn sie darüber, ich habe einen Geschäftsmann betreut, der war Mitte 70, ein extrem erfolgreicher Geschäftsmann, dessen Frau war gestorben. Und der wollte von seiner großen Villa jetzt in eine kleinere Wohnung ziehen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sagen Sie mal, da in Ihrem Bücherregal, was sind denn das für Sachen? Und dann hat er gesagt, oh, ganz schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema. Sag ich, was ist denn das Thema? Das sind meine Promotionsunterlagen, aber ich habe nie promoviert. Sag ich, ja, aber Sie sind ja trotzdem extrem erfolgreich. Ja, aber schwierig, schwierig. Und dann hat er mir die Geschichte erzählt, dass sein Vater ihn immer für gescheitert erklärt hat und immer gesagt hat, du hast das nicht geschafft. Und das lag diesem 75-jährigen Mann seit 50 Jahren auf den Schultern. Und in dem Moment, wo wir dann diese Dinge genommen haben und zum Altpapiercontainer gebracht haben, hat er dagestanden und dann hat er gesagt, Frau Borges, das müssen Sie jetzt machen. Und dann habe ich gesagt, nein, das müssen Sie jetzt machen. Und dann hat er wirklich den Inhalt dieser Ordner durch diesen Papierschlitz geworfen und bitterlich angefangen zu weinen und hat sich so tief befreit mit 75. Toll. Und das sind Geschichten, sowas erlebe ich immer wieder, dass sozusagen die Energie, die in den Dingen, auch die negative, die in den Dingen verhaftet ist, dass die weggeht aus dem Leben, wenn wir uns davon lösen. Sie haben eine wunderbare Firma, Schönste Ordnung. Sie haben ein tolles Buch, Ordnung nebenbei, ich halte es mal in die Kamera. Sie sind sicherlich in einer Phase jetzt, wo Ihre Tätigkeit viel mehr noch gefragt wird. Und ich bleibe dabei, Sie sind jemand, der Ordnung Menschen irgendwie, Sie bringen Menschen in Ordnung, aber auch Sie bringen Menschen wieder Geist, Körper, Seele in die richtige Bahn. Das ist ja was Wunderschönes. Das ist schön. Wenn es gelingt, ist es ein sehr, sehr schönes Arbeiten. Ja. Und es ist sehr sinnhaft. Und es macht mir einfach eine ganz große Freude, Menschen in diesen Befreiungsprozessen zu begleiten. Jetzt sind wir schon fast am Ende der Sendung. Und ich glaube, Sie bringen auch manche Menschen wieder in ein schönes, neues Lebensgefühl. Das hoffe ich und das passiert tatsächlich. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Und ich danke Ihnen. Ich nehme ein paar Tipps mit von Ihnen. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, das war's schon wieder. Also Frau Borges ist eine Dame, die wirklich Ordnung ins Leben bringt, aber
auch in die Seele und auch im Herzen. Und ja, also ich denke, es war eine tolle Sendung und empfehlen Sie uns weiter. Also wir sehen uns wieder. Bis dahin noch eine schöne Zeit. Diese Sendung präsentiert Ihnen die Münchner Bank, die Herzensbank der Münchner.